Hier ist Beatheid, ihr seht Berlin Music TV Urban. Herzlich willkommen bei Berlin Music TV Urban, die zweite heute mit Beatheid. Und jetzt geht es um die Fanfragen, die ihn seine Fans gestellt haben. Diese ganzen alle zu stellen wäre jetzt unmöglich, ja, unmöglich. Das heißt, ich werde jetzt ein paar mit Namen nennen und diese dann zitieren oder ein paar einfach zusammenpacken. Und ich hoffe aber, dass irgendwie alles beantwortet wird. Allererste Frage, wer hat das Gras weggeraucht, Bobby? Du. Ich, okay, gut. Und Paul Histermann fragt, wie viel Gramm braucht man, um gut durch die Woche zu kommen? Puh, das ist bei jedem unterschiedlich. Ist das denn noch Thema? Nein. Nee, eigentlich nicht. Also ich mache mir darum keinen Kopf. Irgendwie, wenn ich Bock habe, dann zwirbel ich mir mal ein. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt rechnen muss, oh, wie viel brauche ich jetzt für die Woche oder für den Monat. Die Zeiten sind zum Glück vorbei. Wie stolz ist man, damals so eine Line ausgepackt zu haben, die einen immer noch verbindet? Ist schon geil. Ja, ist schon geil. So, dann haben wir Krille Digger. Wie hast du es hinbekommen, so viele bekannte Rapper in das Nummer 1 Video zu bekommen? Im Abspann kann man ja sehen, dass du selbst gefilmt hast. Ja. Angerufen, ey, hast du Zeit? Hast du vorhin auch schon gesagt im Interview. Und alle waren sofort dabei. Ja, nicht alle. Also ein paar waren auch nicht dabei. Aber ich sag mal, 90% waren dabei. Ja. Bobbit Man fragt, war es für dich schwer, so tief in deiner Vergangenheit zu schreiben? Nö, war eigentlich nicht schwer. Weil es schlummert ja irgendwie noch hier drin. Und ich musste es einfach wieder abrufen. Das Gefühl wie vor 15 Jahren einfach nochmal abrufen. So. Welche Themenbereiche treffen wir dann so an? Ach, das geht von persönlichen Sachen, wo ich noch ein paar Sachen über meine Kindheit auspacke oder verarbeite, kann man sehen, wie man möchte, bis hin zu Modesongs, wo ich über die heutige Mode rede und über die Modeszene. Einer heißt Krasse Männer, da geht es halt standardmäßig einfach um, dass es krasse Männer gibt, die krasse Sachen machen. So wie du zum Beispiel. Zum Beispiel, und Nazar ist auch mit dabei. Aber das sind dann halt mehr so fiktive Songs. Also es ist nicht immer alles 1:1 zu sehen, sondern eher so Rap. Also für mich gehört es dazu, einfach mal ein bisschen auf die Kacke und dicke Eier zeigen. War halt Retro. Martin G. Survival fragt, bist du mit Sido trotz Familiengründung immer noch so dicke wie zu Royal Bunker Zeiten zum Beispiel? Auf jeden Fall. Es ist, also man sieht sich natürlich nicht so oft, ist klar. Aber wenn wir uns sehen, ist es so, als hätten wir uns gestern erst gesehen. Digga, gönn dir. Yo, Bobby, wie denkst du über die damalige Agro-Berlin-Zeit heute nach? Die war geil. Die war geil. War die beste oder mit die beste Zeit meines Lebens bis dahin. Was das Musikalische angeht und das Gruppengefühl damals war. Ja? Und man hatte das Gefühl, man ist jetzt jemand. Weil davor warst du in der Gesellschaft ein Nichts, ein Niemand. Und auf einmal waren alle Augen auf dich gerichtet. Und das war geil. Zu der Zeit war es cool. Wenn du aber darüber nachdenkst, wie das alles geendet ist, ist es trotzdem immer noch so ein positives Gefühl, was das irgendwie mit dir macht? Klar, so ist das Leben. Ja. Sachen entstehen, Sachen wachsen, Sachen stürzen wieder ein. Und ich meine, ist ja nicht das erste Mal in meinem Leben, dass irgendwas auseinandergefallen ist oder so. Von daher weiß ich damit umzugehen und weiß aber auch, diese Zeit positiv bewerten zu können. Patrick Ribeiro fragt, läuft da noch etwas zwischen dir und dem Rest von Agro Berlin oder der Sekte? Was soll denn da laufen? Spectre hat zum Beispiel mein Cover jetzt gemacht. Ja, und das war's eigentlich. Ist ja auch schön, reicht ja. So, dann haben wir Daniel Zur fragt, darf man auf ein Retro-Sekte-Album hoffen? Wäre ultimativ geil. Ja, ist halt schwierig, die ganzen Leute wieder zusammen zu karren und die dann auch zusammen zu halten, weil jeder doch sich anders entwickelt hat und ich glaube, das wird sehr schwer. So, Julian Juju K. fragt, ich komme auch aus dem MV, ja, hat sich alles ganz schön verändert. Warst du da mal in letzter Zeit? Ja, war ich. Es ist wirklich, hat sich ganz krass verändert. Also da ist dann auf einmal so ein Center hingebaut worden und also voll strange, ja, also das Zentrum an sich, ja, es gibt ein märkisches Zentrum und das hat sich sehr verändert. Von den Leuten her kann ich es nicht sagen, weil ich da nicht mehr wohne. Und deswegen kann ich das vom Klientel, was da wohnt, nicht beantworten, aber von der Äußerlichkeit hat sich krass verändert, ja. Wo wohnst du denn heute? In welchem Stadtteil? Pankow.
Und das war für dich wichtig, auf jeden Fall aus dem MV rauszuziehen, oder hat sich einfach nur angeboten? Nee, das hat sich ergeben. Also ich habe vorher dann in Wedding gewohnt eine ganze Zeit lang, dann in Friedrichshain, weil ich direkt am Puls sein wollte. Und dann irgendwann hat es mich so genervt, habe gesagt, nee, jetzt ziehe ich irgendwo ein bisschen weiter raus, wo ich meine Ruhe habe. Ich meine, in die Stadt kann ich immer fahren und dann ist Halligalli, aber so am Wochenende will ich dann halt auch einfach im Sommer Fenster aufhaben und nicht 1000 Leute hören oder irgendwas, sondern einfach Ruhe haben. Vielleicht Vogelgezwitscher, aber das war's dann auch. So, dann haben wir Abdullah Shadgani, sagt, hallo Bobby, ich habe eine Frage, kann man ein Feature mit dir haben? Wenn ja, kann man mit dir per Facebook drüber reden? Ja. Haben übrigens so viele gefragt, die wollen alle mit dir ein Feature, die wollen alle mit dir Mucke machen. Bist du dafür zu haben? Wo sollen sie ihre Demo-Bänder hinschicken? Was kostet ein Feature? Ich habe sie jetzt alle zusammengepackt. Ja, im Moment kann ich mir leider nicht so viele Sachen anhören. Ja, da bin ich gerade kopfmäßig, bin ich zu voll gepackt. Ab Februar, März so höre ich mir wieder Sachen an und mache auch gerne Feature mit unbekannten Leuten, auch mit bekannten Leuten. Also immer her damit, schickt mir die Sachen, ich höre mir die an. Wenn ich die für gut befinde, dann sehen wir mal weiter. Das heißt, du hörst dir diese Musik an mit der Intention, eventuell wirklich mit denen ein Feature zu machen, für deren Album oder für was auch immer. Wie gehst du denn da überhaupt dran, wenn du dir sowas anhörst? Was ist dir wichtig persönlich? Mir ist wichtig, dass es authentisch ist, dass es technisch auf einem gewissen Level ist. Also man muss schon hören, dass er rappen kann. Ja? Also das ist mir schon wichtig. Und, ja, das ist dir Background wichtig? Background-Geschichte quasi irgendwie? Nee, das ist mir eigentlich. Also der kann auch aus gutem Hause kommen und total verwöhnt sein. Wenn er gut rappt, dann mache ich trotzdem mit ihm einen Song. Wenn er denn auch authentisch ist, ja, und nicht über Gangster-Scheiße rappt, obwohl er gar nichts damit zu tun hat, dann fände ich es ein bisschen schade. Würde ich dann auch nicht so ernst nehmen können, aber das ist mir bewusst. Solange es authentisch und ehrlich ist, bin ich dabei. Dann haben wir Jan-Philipp Werbinger. Habe gehört, tendenziell ist ein Kollabo-Album mit dir und Sido denkbar. Wie wird es denn lyrisch und soundästhetisch aussehen? In einem modernen und freshen Sekte-Style oder in einer mehr musikalischen und massentauglichen Ebene? Ich glaube, wer die Alles ist die Sekte-Sachen kennt, weiß, dass es niemals massentauglich sein kann. Ja. Korrekt. So, 1000 andere haben auch noch gefragt, ja, was ist denn da jetzt geplant? Ist da jetzt ein Kollabo-Album in Sicht? Wollen wir jetzt da mal ein bisschen drüber reden? Ja, also ich kann dir sagen, wie der aktuelle Stand ist. Wir haben uns schon Beats angehört. Aha. Und auch schon ausgetauscht. Und jetzt müssen wir nur noch auch dazu kommen, mal wieder zusammen ins Studio zu gehen. Was ja jetzt im Moment zeitlich gar nicht machbar ist. Er macht gerade ein Album, ich mache ein Album. Also müssen wir gucken. Sag dir doch ständig. Es passt irgendwie zeitlich, aber auch irgendwie gerade nicht. Ist nun mal wahr. Also was soll ich machen? Flip Mo hat einige Fragen gestellt. Und zwar, wie sieht es mit einem neuen Album aller heiße Ware mit Tony D aus? Haben wir auch schon überlegt. Aber ja, ist schwierig. Also ich würde gerne AIDS-Album, heiße Ware hinterher schießen, so, aber die Frage ist, wann soll man das alles machen? Ja? Dann haben wir Jonathan Behler. Kannst du dir vorstellen, bald wieder in einem Film mitzuspielen? Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Bis jetzt hat es sich noch nicht ergeben, leider, aber ich habe Bock, da mehr zu machen. Dann von ihm auch noch die Frage, hast du noch Kontakt zu Alper? Ja, nicht viel, aber ab und zu läuft man sich halt über den Weg, ist auch alles freundschaftlich, alles gut. Aber ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie telefonieren regelmäßig oder regelmäßig Kaffee trinken gehen oder so, das nicht, aber es ist alles entspannt. So, jetzt haben wir noch eine schöne Frage und zwar von Nicolas Houston. Gäbe es da die Option, dass du auf CCN3 bist? Kenner munkeln ja, es sei mit Siggi. Oh, das wäre natürlich krass. Also ja, ich kann mir vorstellen, mit drauf zu sein, ja, ist kein Muss, aber na klar, warum nicht? Und ja. Jetzt weiß man nicht, ob das Gegrinse von dir, ob das irgendwas zu sagen hat oder halt nicht. Tja, man weiß es nicht. Du bist ja halt dicker mit dem Siggi jetzt, könnte man ja denken, du weißt mehr als wir. Nee, weiß ich nicht. Weißt du halt nicht, so. Kann Kalisier fragt, mach mal bitte ein Feature mit Rhyme Simon. Ja, mache ich. Also ich Retro 2, ich Punkt 0. Ja, ich versuch's, aber Rhyme Simon ist da sehr wählerisch. Ja? Also wir hatten ja auch damals ein Sekte-Album gemacht. Ich glaube, da war er auch nicht dabei. Ich glaube, da hat er keinen Bock drauf. Und mal gucken, vielleicht kann ich ihn da überreden irgendwie.
Alcatraz Patrick fragt, wirst du jetzt ein Dauer-Feature-Gast bei den neuen Hirntod-Alben sein? Fand dein Part bei dem Track Killer Instinct von Block Monster und Uzi top? Wann immer ich gefragt werde, bin ich dabei. Ich finde den so cool und auch alle drumherum. Das macht mir sehr viel Spaß, mit ihm aufzunehmen und zu chillen. Top, jederzeit. Dann Basti HT Atze fragt gleich danach, folgen weitere Features mit Hirn und Tod oder denkst du darüber nach, dem Label beizutreten? Dem Label beizutreten, darüber denke ich nicht nach. Ich habe ja ein Label, aber ja, Features kann ich mir immer vorstellen. Moose KCK fragt, wie findet er Babassat und könnte er sich zusammen mit ihm eine Arbeit vorstellen? Habe ich lange nicht mehr gehört, muss ich ehrlich sagen. Also das Letzte, was ich von ihm gehört habe, war damals, wo er noch bei Er ist guter Junge war. War er damals? Ich glaube schon. War? Ja. Also ist schon echt ewig her so. Ich habe es nicht verfolgt und die letzten Sachen habe ich leider auch nicht mitgekriegt. Also ich müsste mich da mal informieren, was da gerade so abgeht und dann mal schauen. Marco Lachner, hast du gerade mit irgendeinem Rapper Beef? Wahrscheinlich jetzt nicht öffentlich, ja. Aber gibt es Leute, wo du sagst, nee, ey, fand ich damals schon kacke, wenn heute auch kacke sein, war da irgendwas Persönliches? Gibt es solche Leute, die dir noch ein bisschen so ein kleines ungutes Gefühl geben? Nee, ich finde, also musikalisch schon mal gar nicht, also da gibt es auch keinen Grund irgendwie Beef zu haben, auch von meiner Seite gar nicht und sonst habe ich mit keinem Problem. Also ich versuche, wie gesagt, immer das Positive aus allem rauszuziehen und jeder Mensch hat auch eine gute Seite und wenn man sich, glaube ich, darauf konzentriert und versucht, diese Seiten mehr aufzunehmen als die negativen Seiten, dann geht man auch positiver durchs Leben und hat einfach mehr Spaß. Everybody's darling. Danke. Kann man wahrscheinlich so sagen. Ronny Sanke fragt, stimmt es, dass Sido und B-Tight alle Einnahmen teilen, also auch die Solo-Einnahmen? Habe das irgendwann mal aufgeschnappt und würde mich mal interessieren, ob das so ist oder nicht. Das war damals, 2001, als wir das Label gegründet haben, haben wir gesagt, okay, egal was ist, wir teilen 50-50. Ja, nach dem Agro aus, haben wir dann gesagt, okay, jetzt ist halt der Deal nicht mehr da, also jeder macht so seins. Aber alles, was bis dahin ist, teilen wir 50-50. Also ich gebe meine Sachen ab, er seine. Jetzt ist natürlich sein Beitrag etwas mehr, ist klar. Aber damals, als wir den Deal gemacht haben, wussten wir ja nicht, wie es passieren wird. Ja? Und so ist der Deal. Und so fix, also der bleibt auch so? Also da wird auch vertraglich, oder habt ihr dann Vertrag geschlossen oder ist alles mündlich vereinbart? Nee, damals natürlich haben wir mit Agro Verträge gemacht, ja, klar. Und die bleiben ja bestehen, also. Also, dir geht's gut. Läuft. Josip Mandusic fragt, wenn du nochmal zurückspüren könntest. Josip. Ist übrigens, den kenne ich ganz gut hier, den Sack. Ja, stell ich mir jetzt seine Frage. Und zwar, wenn du nochmal zurückspüren könntest, bis Knorpelschaden-Day, und dir da jemand sagt, wenn du jetzt spielen gehst, wirst du Rapper. Wenn du heute zu Hause bleibst, wirst du Profisportler. Was wählst du? Da stand ja noch beides in den Sternen. Alter, ich glaube, der hat zu viel gekifft, als er die Frage aufgeschrieben hat. Okay, ich weiß ja nicht, was in der Zukunft passieren wird. Ne? Also würde ich wahrscheinlich Basketball spielen wählen, weil das damals Traum Nummer 1 war. Alles klar. So, dann deine drei Top-Lieblingsrapper. Jetzt zur Zeit? Ja. Contra K finde ich sehr gut. Karate Andi gefällt mir sehr gut. Und Nummer 3, Motrip. Fabsen 4047er fragt, wird es mal eine B-Tight-DVD geben, in der es hauptsächlich um unveröffentlichtes Material geht? Das ist so geil. Ey, Josip und Fabsen, Alter. Nächstes Mal schreibt mir doch einfach eine WhatsApp oder so. Eine DVD nicht, aber auf meinem Channel gibt es kleine Videos, Retro-Videos, Retro-Tagebücher, die ich dann veröffentliche. Das schon, ja. Dann haben wir noch, und zwar, ja gut, persönliche Meinung zu Kool Savas, Zilla. Ja, genau. Kool Savas finde ich einer der besten Live-MCs, die ich jemals gesehen habe. Das Album habe ich mir nicht angehört, noch nicht. Ansonsten finde ich einzigartig. Und glaubst du, dass er auch an seinen Erfolg von damals angeknüpft hat mit Märtyrer? Hast du es herausgehört oder hast du mit Leuten drüber geredet? Ich habe nur den Matrix-Song gehört. Den fand ich ein bisschen schwierig.
Aber ich weiß ja nicht, wie der Rest vom Album ist, aber das höre ich mir auf jeden Fall an und dann können wir uns gerne nochmal zusammensetzen und ich gebe mein Statement dazu. Ja, wir machen weiter mit Zilla. Ich fand das, ich weiß gar nicht welches Album, ich glaube das davor habe ich gehört und da war ich geflasht von Zilla. Also ich finde ihn einen richtig guten Rapper. Kollabos, kannst du dir irgendwas vorstellen? Ja, ich weiß nicht, ob es stylmäßig passt. Also da muss man ja auch gucken, dass das irgendwie zusammenpasst. Ich kann es mir vorstellen, aber ich wüsste jetzt nicht, also müsste es ein bestimmtes Konzept geben, das wüsste ich jetzt noch nicht. Meinung zu Harris? Ja, Baba. Cool, also immer gut verstanden. Wir waren letztens auch zusammen in Zwickau, da haben wir so ein Soundsystem zusammen gemacht. Und ja, immer gerne mit ihm unterwegs, top. Aber kein Feature-Gast. Nein, noch nicht. Noch nicht. So, dann haben wir noch Shindy. Hast du dazu eine Haltung? Ja, ich finde Shindy richtig cool, Alter. Mhm. Also das muss ich sagen, ich habe das jetzige muss ich mir noch kaufen, aber das davor habe ich gehört und ich finde es großartig. Was begeistert dich zum Beispiel bei einem Shindy eher? Seine Schreibskills, eventuell seine Aussprache, sein Flow? Das Komplettpaket. Also das, was er sagt, ist cool. Wie er es sagt, ist geil. Er benutzt Wörter, die nicht jeder benutzt. Und der Style ist halt sehr markant. Mhm. Ja, und das sind so die Sachen, die mich entertainen. Was ich noch ganz interessant finde, ist, weil alle fragen, und es haben viele gefragt, was kommt nach Retro? Und wir haben es ja jetzt auch schon mal, vielleicht was mit Sigi, Retro 2.0, eventuell da ein Feature, da. Jeder hat doch, wenn er gerade ein Album rausbringt, immer so ein paar Schubladen und Hintertürchen, ja, wo er sagt, ja, darauf werde ich mich wahrscheinlich konzentrieren. Wo bist du schon mit den Gedanken? Ich bin bei allem so ein bisschen, vielleicht kommt ja auch dann doch wieder eine Rockplatte. Ich weiß es nicht, also ich entscheide da frei heraus, aber ich tendiere entweder zu AIDS oder Retro 2.0. Dann bedanke ich mich recht, recht herzlich. War super schön, du hast viele Einblicke uns gewährt und ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich auf Tour nächstes Jahr. Ich hoffe, komm mich besuchen. Machen wir auf jeden Fall. Ja, und wenn euch das zum Beispiel gefallen hat, dann machen wir mehr von diesen Fanfragen-Videos und damit gebt ihr uns einen Daumen hoch und vielleicht auch ein Abonnement. Ja.